Ein originaler Rajkowski. Ja. Bist du stolz auf den? Ja, das zeige ich ihm. Was geht, Leute? Wir sind hier wieder am Skatepark unterwegs. Der Jan. Der macht heute Unfug. Der imitiert schon den Janik hier mit seinen Gehüpfe. Und ja, die GoPro ist auch dabei. Und ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen ab, oder? Ja. 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 Aber. Was willst du probieren? Den und dann. Turn down? Ja. Ich habe gehört, du möchtest morgen nicht arbeiten. Nee. Hier, Railroad to Turndown. Da sehe ich dich, Jan. Ich mich noch nicht so. Aber ich dich umso mehr. Ja. Komm, gib das. Schöner Railroad. Vor allem auch in dem Tempo, ne? So. Ja. Wow. Wow, es wird ein Chaos. Komm, das Ding ist auch so schmal, ne? Naja, eigentlich gar nicht. Railroad to Turn Off. Fände ich geil. Ja. Würde ich auch gerne sehen. Jan, mach den mal. Das war schön. Oh, wow, 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 wow. Jetzt geht's los hier mit den Railrides. Oh. Oh. Es wird heißer hier. Der Jan, der hat so ein bisschen Hemmung, weil er es noch nie gemacht hat. Aber ich kenne da so einen Trick. Was so. Hast du jetzt hier? Dreimal, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Und dann? Ich schaffe es. Ich schaffe es, ich schaffe es. Und ich schaffe es hoffentlich. Also das klang jetzt nicht so wirklich korrekt, aber wir werden sehen, was daraus wird. Die Outtakes wären super. Ich weiß nicht, ob er hier die richtigen Götter beschworen hat, aber wir gucken mal. Alter Junge, wie nice der war! Das war auf jeden Fall einer der geilsten Tricks, die Jan hier jemals gemacht hat, glaube ich. Ey. Der Railroad und dann hier der Turndown aus der Luft drauf. Junge, aus dem Rail. Dafür kriegst du eine goldene Respektkarte, Mann. Ja. Ohne echt Gold. Ja, Mann, komplett. Nicht nur so eine fake einlaminierte. Richtig nice, ey. Dafür kriegst du nochmal eine. Der kam auch wie auf dem Schuster, ne? Alle ja. Guten Dinge sind drei, ne? Ja. Jan! Jan! Ich sehe dich, wie du hier über das Ding irgendwas machst. Das sieht einfach so schlimm aus. Das sieht so schlimm aus. Ein 360. Ja. Ich weiß, wo der endet. In der Kante mit dem Vorderrad. Komm. Was kann man denn da Blödes rüber machen? Was Blödes? So, Jan hat es angesagt, irgendwas Blödes. Was Blödes finde ich immer gut. Da sehe ich ihn. Das ist wahrscheinlich eine der unnützesten Rampen hier am Skatepark. Aber ich möchte jetzt was Cooles sehen von Jan. Er hat selber gesagt, er macht da was Cooles drüber. Also, ich warte. Du willst den Lenker loslassen, wenn du darüber springst. Bist du. Genau so habe ich mir das gerade vorgestellt. Ey Jan, den hier. Vielleicht kann ich. Ja, genau. Mach den vor. Den mach nee, ich meine nicht. Slow-mo mach ich. Slow-mo stürzen. Was hackst du hier wieder aus? Was Dämliches. Wie willst du dieses Ungetüm bezwingen? Da bin ich sogar sprachlos. Also, ja, bis jetzt habe ich noch nichts Cooles gesehen. Bis jetzt habe ich noch nichts Cooles gesehen hier von Jan. Wie kommt das? Ja. Muss ich hier deine Endkrassheit anzweifeln? Ja, auf jeden Fall. Ich bin vor 10 Jahren verloren. Was hast du gerade dazu gesagt?
Jetzt, wo du es sagst, ist er echt heftig. Also ich denke, das war gerade wirklich der heftige Trick hier von Jan. Weil was Heftigeres habe ich hier noch nie drüber gesehen. Aber wir fragen ihn jetzt mal selbst. War das jetzt schon der heftige Move? Ja. Ernsthaft? Tobogan mit beiden Händen. Ernsthaft? Nein. Was soll ich denn da machen, Mann? Da kannst du nichts machen dran. Junge. Junge. Im Knast gibt's bessere Rampen. Soll ich da was Krasses drüber machen? Ja, mach mal. Los, komm jetzt. Hier. Fähr den Ding. Jetzt will ich den Terrip sehen. So, hier. Krasser Macker. Du filmst gegen die Sonne. Ja, macht nichts. Da sieht man dein Blut nicht gleich. Na, danke. Hier, nochmal zum Verständnis. Die Surferwelle. Die Rampe ist top. Und ich bin gleich wieder der Dumme, weil ich hier mit meinem kaputten Fuß noch hier Sachen krüppeln muss. Keine Ausreden. Ausreden habe ich genug, Alter. Kacke. Das haben wir schon mal gehört bei mir. Da kannst du noch 30 mal anfahren, das Ding, das wird nicht besser. Ist es jetzt der Zeitpunkt für ein ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es? Das kann genauso wie bei mir eben. Table rüber, mit dem Vorderrad genau in die Kante und über den Lenker fliegen. Ja? Wir schicken ihnen alle eine Karte mit seinen Beinen dann wieder. Schon wieder? Ja. Okay, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ja. Hindurch. Homie, hast du dir was gebrochen? Der eine Fuß ist runter von der Pedale und der andere ist auf Kohlen und Rahmen, aber das dreimalige Ich schaffe es hat es mal wieder gerissen. Also toll, jetzt wollte ich extra für Jan, dass er was Dummes macht und letztendlich bin ich wieder der Typ, der was Dummes macht. Ne? Story of my life, ey. Es ist unglaublich. Das war doch schon immer so. Ja, die Nachbarskinder lachen mich immer noch aus. Das ist der Tom Sawyer-Effekt. Wie verdammt geil diese Banane hier eigentlich steht. Das ist ja noch von Chucky damals im Video. Da könnte man echt coole Transfers aus der Spine machen, ey. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das im nächsten Video sehen wollt, ey. Das wäre nochmal interessant. Oder hier, was sagst du? Was? Von der Spine hier, Transfer in die Banane hier in einem der nächsten Videos. Mhm. Das wäre interessant. Ja. Also schreibt das mal in die Kommentare. Ich glaube, ich hätte auch Bock drauf, ey. Ich würde sagen, wir leveln uns jetzt jedes Video hoch. Ja, Mann. Jedes Video wird gefährlicher. Power up. Power up. FBM for life. Bounce. Ich mache jetzt noch am Rail Double Pack runter zum Manual 180 und mache ich noch was danach? Ich weiß es nicht. Ich improvisiere. Wenn was danach kommt, dann kommt was danach. Wenn nicht, nicht. Und das seht ihr jetzt. Geil. Ja, ich wollte noch einen Backflip machen. Auf. Ich mache den Double Pack darunter, to Manual, dann da Double Pack drauf und dann to Over. Das ist die Improvisation. Obwohl, jetzt habe ich schon gesagt, jetzt ist es gar nicht mehr improvisiert, oder? Dann musst du was anderes machen. Dann geht einfach von was anderem aus. Bounce. Komm, oh, danke schön. Komm, machen wir nochmal das gleiche, aber to Menu 180. Schnell. Nicht schön, aber selten. Ich würde sagen, ich spiele euch jetzt noch ein paar GoPro-Clips ein. Und ja, ich hoffe, die gefallen euch, kommen in den nächsten Videos öfter mal zum Vorschein. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, Leute. Macht's gut. Bis bald.
Touch. Was machst du hier? Ich verkaufe meine Turtles. Jetzt im Ernst? Ja. Für ein Rennrad. Tja, Leute, wir sind heute hier am Skatepark und Jan verkauft seine Turtles, um sich ein Rennrad zu kaufen. Und damit ist das ganze Video auch schon vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ja, tschüss.